Meine Damen und Herren, heute machen wir uns mal einen ganz gemütlichen, denn der Onkel wird heute nicht selber zocken. Ich lag letztens im Bett und habe eine Runde vom guten Galaxy mir angeschaut. Ich habe mir auf Nuketown dein Gameplay mir angeschaut und no joke, ich dachte mir, Digga, wieso spiele ich nicht so gut? Was macht er besser, was ich nicht kann? Einiges. Und dann ist etwas passiert, was ich nicht hätte glauben können, denn der Mann hat einen Weltrekord gemacht, nämlich 4 Nukes in einer Runde auf Nuketown. Jetzt treten wir wieder die Neffen-Lobby-Debatte los. Wir werden heute kurz und knackig auch darüber reden, denn da habe ich auch ganz klare Meinungen zu. Wir schauen jetzt rein, 1000 Likes, die Kommentare bin ich auch mal gespannt. Erstmal schön den Neffen angerufen. Bruder Marco, du kleiner Marco, du machst mich jetzt so aggressiv, Digga! Ich wollte mich nicht aufregen. Nur Bots, die rumlaufen. Der Mann macht 4 Nukes in einem Spiel. Und dieser kleine Bastard erdreistet es sich, das in die Kommentare zu schreiben. Naja, ich beruhige mich erstmal. Wir schauen rein. Ich bin gespannt. Kerze ist wieder ausgegangen, Digga. Was soll das? Leise, oder? Heute habe ich für euch ein kleines, aber feines Gameplay. Und zwar die allererste Quad-Nuke auf Nuketown. Ich will wissen, was er dazu sagt. So, ob er schon... Eine unfassbar geile Runde. Gestern Abend das Spiel, ein paar Stunden nach Nuketown-Release. Denn OG Nuketown is back. Es sieht besser aus denn je. Nach 14 Jahren kommt es aus Black Ops 1. Felix! Kleiner Disclaimer, es ist mit einem Neffen erspielt. Nein! Zusammengesucht. Ich bin da nicht nachgejoint oder sonst irgendwas. 4 Nukes einfach einen schlechten mit einem Neffen, das kann nicht sein. Wie mit einem schlechten Kollegen nein, zu zocken. Nein. Und man kann das Glück haben, so eine Lobby zu haben. Man muss das Ganze aber auch, glaube ich, ausspielen. Und das ist mir sehr gut gelungen. Das sagt Felix schon mit so einem Zwinker. Ich kenne ihn ja sehr gut und er sagt das schon zwei wichtige Punkte. Nämlich einmal, man muss erst mal das Glück haben, die Lobby zu finden. Die Leute denken, ich lasse hier schon mal laufen, mach den Ton aus, weil hier wird am Anfang noch ein bisschen geredet. Die Leute denken ja, dass die YouTuber, die Streamer, die bösen Neffen, Betrüger, dass die online gehen und jede einzelne Runde nur Vollidioten, nur Noobs. Man spielt 10 Stunden lang nur gegen Noobs, die schlechtesten Spieler der Welt. Das denken sie zum einen. Und zum anderen denken sie, dass jeder diese Lobbys dann auch so ausnutzen. Felix sagt, man muss die Lobby auch so spielen. Ich würde euch übrigens gerne GameZone geben, aber sie sind halt immer am Reden in der Party und hast nicht gesehen. Ich habe kurz mal reingeskippt und wenn ich darüber rede, ist irgendwie verwirrend. Wisst ihr, was ich meine? Digga, dass Hubi jetzt hier noch im Call sitzt, macht mich so aggressiv, dass er da rumbabbelt. Ich würde so gerne das Gameplay ohne sehen, aber ich werde es irgendwie ein bisschen handeln, hin und her switchen, zwischen mal muten, zwischen mal ein bisschen Game-Sound, ein bisschen reingehen. Ich denke, am Anfang können wir nochmal... Digga, dieses Aim, guckt euch alleine, no joke. Und da kommen wir direkt zum zweiten Punkt. Man muss es so ausspielen. Und no joke, diese ganzen Jense-Rentner-Idioten in den Kommentaren, Neffen, Bruder, denkt ihr, einer von denen würde so ein Aim, so ein Shot auspacken? So ein Movement, so eine Spielerfahrung, wo ist man positioniert, wo fängt man die Gegner auch ab, wo lässt man die Gegner auch besonders alt aussehen, die ganze Zeit Orbi oben halten, immer in der besseren Position sein. Natürlich schießen dann die Gegner nicht zurück, weil er immer in der besseren Position ist. Boah, die Debatte, ne, aber ich schau erstmal rein. Was denkt ihr, wenn die meinen? Bruder, ist das Hardcore oder was ist das? Ich glaub, Toni, Entschuldigung. Digga, das ist so geisteskrank. Bei ihm ist halt jeder Schuss drauf. Erste Nuke am Start. Ich hab noch nicht eine. Ja, moin. Schwarze Augen. Oh mein Gott. Nach 28 Stellungspunkten. Hol ich mal hier eine ab. Ah, je. Bruder, oh, das ist natürlich... Das ist wie Öl. Hat einer zugeguckt? Ja, was macht der denn auch? Im Getriebe für die Neffen-Lobbys kritisiere. Oh, die schießt ja gar nicht zurück. Guck mal, für dich, Mensch. Ich hab appreciated den Support. Vielen Dank für 25. Er redet halt noch so casual mit dem Chat, ne? Das ist halt... Früher war sowas epische Musik. Visca Barca steht da, macht so. Was geht, Leute? Heute haben wir das Gameplay. Oh ja, mach hier Nukes. Und die Leute sabbeln im Discord sich einen ab. Naja. Es ist halt crazy, muss man sagen. Und das muss man dazu sagen. Früher bei den Anton-Videos oder Marcel, Elotrix. Waffen denn alle? Ich kann das gar nicht. Nein. Lass Zombies machen. Da hat keiner genörgelt, dass es schlechte Gegner sind. Und ich verstehe, dass es einem ein komisches Gefühl gibt, wenn man etwas dafür tun muss, um diese schlechteren Gegner zu bekommen. Ich verstehe es. Es ist auch was anderes. Früher, wenn du die Lobbys da zufällig irgendwann bekommen hast, dadurch, dass es kein SWM gab, war es natürlich dadurch auch überhaupt erst möglich. Nein.
Felix eingejoked. Und das ist schon was anderes. Das ist auf jeden Fall was anderes. Am Ende, wenn du dann diese Noob-Lobby gefunden hast, ohne SBMM, ist es auch das Gleiche. Aber du hast halt durch diese Neffen-Lobby-Sache schon viel regelmäßiger diese schlechten Lobbys. Das heißt, du hast viel öfter die Chance, dann auch diese Runde dann mal ausnutzen zu können. Und man muss sie aber ausnutzen. Man muss das Aim haben. Schaut euch das an. Und das verstehe ich nicht. Da werde ich wirklich, wäre ich wirklich sauer. Wenn ich Kommentare sehe. Bei mir, meine Güte, okay, mein Gameplay sieht wirklich nicht so stark aus. Das hat sich verändert. Ich spiele definitiv nicht so gut wie Felix. Ich spiele aber auch nicht 100-mal schlechter als Felix. Ne? Also wenn ich mit ihm spiele, dann habe ich immer 20 Kills weniger. Aber ich habe trotzdem meine 60, 70, 80 Kills oder sowas. Ne? Das mal dazu gesagt. Was ist denn ein paar? Und also, ja, weiß ich halt auch nicht. Dachte, diese Jense verstehen nicht, nee. Die Leute, die sich aufregen. Nee. Dass das immer noch echte Gegner sind und dass das teilweise Spielerpools sind, gegen die er hier jetzt dieses Gameplay macht, in denen sie selber sind. Und das ist, glaube ich, auch der Mindfuck für viele. Das macht viele sauer. Viele wissen vielleicht unterbewusst im Bauchgefühl, sie wissen vielleicht, oh, irgendwas, vielleicht bin ich ja auch in diesem Spielerpool. Vielleicht hätte ich mich in diese Lobby verlaufen können und ich hätte 4 Nukes gedrückt bekommen. Oder vielleicht sind sie komplett delusional. Guck mal, wie er hier angeschossen wird, by the way, mal davon. Ah, niemand schießt zurück. Mach mich das aggressiv. Ich habe irgendwann mal mit Jam, mit Haptic waren wir im Discord und wir haben uns alte Black Ops 2 Gameplays angeschaut. No joke, was da rumgelaufen ist. Ihr macht euch keinen Begriff. Es hat komplett gekracht. 100.000 Likes auf die Videos, obwohl es vom Ding her genau die gleichen Gameplays waren. Und was wollt ihr denn sehen? Im Titel steht Weltrekord, 4 Nukes. Was erwartet ihr denn? Natürlich wird er nicht 4-mal ein E-Sports-Team nuken in einer Runde. Das geht gar nicht. Das macht gar keinen Sinn. Es ist einfach nur eine Frage, was findet man auch interessant? Ich kann verstehen, dass man vielleicht etwas anderes interessanter findet, dass man das auf Dauer langweilig findet zum Ansehen. Irgendwie sind zu viele Tasten auf meinem Controller. Aber, oh mein Gott, Digga, was er hier auch überlebt, ne? No joke, was er hier überlebt. Ich cool, weißt du. Orbi immer noch komplett verbuggt. Skrupellos wieder. Es geht so schnell alles. Es sieht so geil aus bei ihm. Was ist das für eine Waffe aber auch? Die hat ja gar keinen Rückschuss bei ihm. Bei mir hat die mehr Rückschuss. Ja, heute wird ein bisschen so ein Rant, ne? Ich möchte das Gameplay von Felix wirklich nicht hier schmälern oder sowas. Aber ich möchte ja meine Meinung dazu sagen, sonst könnt ihr euch ja einfach das Gameplay bei ihm anschauen. Und ich will einfach so ein paar Kommentare schon mal vorwegnehmen, weil ich weiß, dass das kommen wird. Übrigens auch diesen Gunfight, den musst du auch erstmal gewinnen. Natürlich ist Stefan 69 jetzt nicht der Beste der Welt, klar. Aber ey, ich sehe mich auch in einer anderen Situation, wo ich da reingehe und sterbe. Er ist da oben, der Obify ist verbuggt und Felix ist aber schon absolut perfekt im Center, absolut perfekt im Pre-Aim und Pre-Fight schon komplett rein. Und guckt euch auch diese kleine Mechanik an, wie er hier bei der Wand zu kurz links reinfällt. Er geht kurz rein und wieder raus, kurz rein, wieder raus. Weil er hier überhaupt nichts dem Zufall überlassen möchte. Und ich frage mich immer wieder, wie kann ein Jens in die Kommentare schreiben, es tut mir übrigens raus, wenn ihr ein ganz lieber Jens im Chat sitzt und denkt, Digga, wieso denn immer Jens, wieso immer Jens? Kleine Erklärung, Jens, Heinz-Richard Knossalla, ist Knossi. Wir haben irgendwann angefangen, die Noobs Knossis zu nennen. Und dann kam irgendwann Felix auf den Begriff, die einfach Jens zu nennen. Dann waren es immer Jense. Das ist eine Jens-Lobby. Deshalb Jens. Nur mal für die Erklärung. Und ich komme nicht auf den. Ich komme nicht. Es würde nicht in meinen Kopf reingehen, wie ein Jens in die Kommentare, der sich darüber aufregt, wie er das nicht sehen kann, dass er jetzt nicht auf dem Gameplay-Niveau ist. Dass er diese Mechanics, die hier dieser Gameplayer-Spieler Felix gerade hat, dass er sie nicht beherrscht, dass er nicht dieses Aim hat, dass er nicht dieses Move hat. Die schießen nicht zurück, das ist das Einzige, was er sagt. Zweite Nuke. Peng, Cheater. Bro, er geht aber auch nicht raus, ne? So sehr wie ich. Cheater, er geht aber auch nicht raus. Ich liebe Felix, meine Mann. Ich mach gleich auch mal den Ton wieder lauter. Ja, wir gucken mal ein bisschen rein jetzt. Durchatmen. Läuft aber ja nicht so gut. Nach 100 Stellungspunkten. Ist halt auch eine Sache von Zeit jetzt hier, ne? Alles muss perfekt laufen. Die Gegner dürfen nicht rausquitten. Da gibt's so eine Stelle, da die eigenen Mates dürfen nicht zu sehr in die Stellung gehen.
Und dann konnten sich, die Zombies konnten noch nicht rüberklettern. Und die dürfen auch keine Shotgun spielen, irgendwie in der Ecke, ne? Kann alles so passieren. Es muss wirklich so viel richtig laufen, um 4 davon in einer Runde zu machen. Das ist crazy. Ja, nee, ja, also, ich probiere hier nur irgedas nahe zu bringen, warum das verrückt ist, was er gemacht hat. Charlie ist heute der größte Hater bei dem. Ehrlich, ne? Ich könnte halt sagen. Digga, es ist alles perfekt. Ich schwöre, ich will seine Präzision sehen. Jetzt habe ich es nämlich eigentlich ermogelt. Felix hat den Aimbot an. Jetzt ist raus. Komm, ich danke euch. Schadet ja nie, ein bisschen mehr Muni zu haben, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Hast recht. Die verketten sich auch mittlerweile schon oben. Die haben so. Oh. Stefan holt mich. Er ist der Beste, ne? Ich hab ihn geholt, weißt du? Ich hab ihn geholt. Boah, du bist so toll, ne? Hey. Mit wem zockt er da? Ich kenne die gar nicht. Ist seine Freundin, mit der er zockt? Oder dann tut's mir leid, dass ich disrespectful so gesagt habe, sollen ruhig sein, ne? Soll kein Disrespect sein. Oh, will mich beeindrucken. Ja, genau. Das ist geisteskrank. Ich will dir nur gefallen die ganze Zeit. Mehr von er spielt es halt wirklich wie, als wäre das eine Private Game Bot Lobby. Es ist halt so. Ne? Und wer halt nicht geschult ist, der wird halt dann. Keine Ahnung. Das nicht checken, was das ist, was man hierfür tun muss, ne? Ich weiß auch nicht. Das ist geisteskrank. Ich glaube, Felix realisiert auch jetzt gerade, was er hier machen kann. Habt ihr da irgendwas verraten? Der Mann haut einen Orbi nach dem anderen raus und das erste, was der andere im Call sagt, leider ein Orbi. Ja, ich weiß ja nicht, sieht nicht so gut aus. Felix schaut 2 Nukes, ist auf dem Weg zu dritten. Und jetzt im Moment realisiert das, glaube ich. 140 Punkte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was er hier überlebt. Dann geht in die richtige Richtung. Ja, aber sie hat Raketen. 24, 25. Ich habe richtig Bock, die Waffe zu zocken, ne? Ich habe richtig Bock, die Waffe zu zocken. Soll XP geben, glaube ich. Oh, mein Lobby ist. Ich habe aber noch einen perfekten Vergleich gleich noch für euch, um euch zu überzeugen, warum man das auch nicht vergleichen kann, dieses Gameplay mit anderen Gameplays. 6-6, da Sensi spielt Felix. Okay. An der Sensi liegt's nicht. Vielleicht mal Sensi umstellen, um auf das Aim zu kommen von Felix. Das kann doch nicht sein, bitte. Ich würde halt so gerne mal sehen, wie solche Leute, die das kommentieren, in der gleichen Runde performen. Also wie sie die gleiche Runde jetzt spielen. Gleiche Klasse. Alles gleich. Wie performen sie? Wie schließen sie ab? Und ich sage, 90% der Stänkerer, wenn nicht 95%, machen nicht eine einzige Nuke. Die machen nicht eine 20er-Streak. Ich hab Triple. Ach du Scheiße. Er hat Triple und er macht noch eine. Gleich nochmal in die Stellung gehen? Ja. Ist das krank? Wie viel Zeit ist denn noch? Am besten die Subs nicht in der 43 Sekunden und 176. Es ist so viel top, Zeit, danke. Ist es nicht mehr. Aber ich appreciate den Support, aber ich muss jetzt hier nochmal alles anspannen. Felix ist jetzt auf dem Weg zu Korn. Felix ist auf dem Weg zu Korn. Feindliche Springmine ist krass. Und wird nochmal durch eine Mine. Nicht die ganze Zeit nur auf die Stellung spielen, sondern so, dass Sekunden und Stellungen gleichzeitig am besten sind. Und wenn die Gegner in der Stellung sind, könnt ihr die Scanner lassen. Ich brauche so viel Zeit, wie es geht. Ja, das sind die Calls. Das sind die Calls, die ich liebe. Das gibt mir so die Energie gerade. Das ist so geil. Und dafür liebe ich Felix, weil keiner macht es so gut wie er in der Kategorie. Wird die Zeit angehalten und die Gegner kriegen Punkte und die haben weniger Punkte als wir. In dieser Neffenlobby Gameplay-Kategorie. Okay. Natürlich ist kein Competitive. Ist kein E-Sports hier gerade. Ich vergleiche das ja immer mit Bodybuilding. Ne? Es gibt einen naturalen Bodybuilding, wo die Leute ohne extra Substanzen, Anabolika, Hormone, hast du dich gesehen, ohne diese ganzen Sachen. Alter, ich werde so nervös. Der Timer tickt schon gleich, oder? 24 Sekunden. Gegnerstellung ist gerade geil. Gegnerstellung ist sehr wichtig, aber mit dem Timer ist komplett geisteskrank. Oh mein Gott, es ist so intens. Nicht mehr nachgeladen, alles wird gecancelt. Felix geht komplett ham. Er geht komplett all in. Ich hab Orbi nochmal. Okay. Nächsten Orbi. Ich hätte allein schon gefettfingert und die Nuke rausgehauen. Let's go. Okay, ich werde gleich den Vergleich weitermachen. Wir müssen jetzt kurz Fokus. Dieses Aim.
Diese Sounds auch. Bruder, ist Hardcore. Was ist das? Was macht der? Weiter super. Abschusskette. Was ist das für ein Aim? Was ist das? Felix, 6 Sekunden. Die gehen nicht in die Stellung. Er muss selber noch in die Stellung. Ich bin drin, ich bin drin. Ihr müsst rein. Die Gegner dürfen nicht rein. Die könnt ihr killen. Die Gegner, die rein wollen, könnt ihr killen. Du Scheiße. Ach du Scheiße. Jetzt wird Felix nervös. Jetzt wird er nervös. Jetzt wird er nervös. Oh, ich hab Support. Ich hab Support. Ich mach an, ich mach an, ich mach an. Ist das geisteskrank? Guckt euch an, wie er hier sitzt, dieser kleine Dreckige. Und alle sauer. Nice, bro. Er macht 4 in einer Runde. Er macht 4 in einer Runde. Das ist crazy. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel eingebabbelt in der Reaction. Das ist vielleicht das heftigste Gameplay, was ich jemals im Multiplayer gespielt habe. Das ist wirklich verrückt. Alter. Das wird verrückt. 4! Oh, schaut euch mal Felix noch mal an, wenn ihr ohne mein Gesabbel hören wolltet. Ich muss natürlich wissen, was... Ach, Digga. Größte NPC-Content, aber ich schaue es trotzdem immer wieder. Naja, also nicht Felix, sondern das hier jetzt. Aber okay, wir gehen noch mal kurz rein. Ich werde noch mal kurz zwei Sätze sagen. Ich muss noch mal das Ende kurz gucken. Zu diesem Gameplay-Vergleich. Man kann das natürlich nicht vergleichen, diese Runden, diese Noobs. Man kann es erst nicht mit Competitive vergleichen. Und man kann es auch nicht vergleichen mit... ohne diese Tricks anwenden. Denn ohne diese Tricks anwenden, wirst du durchs System einfach nicht so eine Lobby kriegen. Haben schon nochmal besprochen. Du wirst diese Lobby nicht kriegen. Und wenn, dann wirst du sie halt in 30 Spieltagen zweimal kriegen. Einmal kriegen. Wenn du Glück hast, irgendwann nachts, keine Ahnung. Du hast Werfer gelevelt, keine Ahnung. Das Spiel denkt sich, okay, vielleicht müssen wir jetzt dem mal eine schlechtere Lobby geben. Dann, ne? Deshalb kann man das nicht vergleichen mit Competitive einerseits und man kann es auch nicht vergleichen ohne diese Tricks. Es ist eine komplett eigene Kategorie, wie Bodybuilding. Natural Bodybuilding kannst du auch nicht mit Bodybuilding vergleichen, wo die Leute auf Stoff sind. Trotzdem ist ja der Bodybuilder, der auf Stoff ist, jetzt nicht ein Lulli, weil jeder muss sich einfach nur ein paar Nadeln reinmachen und hat auf einmal solche dicken Oberarme. Ihr kennt alle diese Fail-Bilder, wo Leute das probiert haben, dann aber nicht richtig sich ernährt haben, dann aber nicht ins Gym gegangen sind und da hängt alles und sieht alles komisch aus, hast du nicht gesehen. Also die geisteskranken Bodybuilder, die auf der Bühne stehen, diese riesen Viecher, die offen kommuniziert, Anabolika, Steroide, was auch immer, ich kenne mich da nicht so 100% aus, das Ganze nehmen, die spielen in einer eigenen Kategorie. Und in der Kategorie, in der sie sind, in der sie sich befinden, nämlich in dem Bodybuilding-Bereich, in dem man stofft, ist das geisteskrank. Und genauso ist das hier mit dem. Du kannst dich mit normalen Gameplay vergleichen, das ist aber auf der Stoffebene, auf der Ebene, auf der man mit Neffen-Lobby irgendwie auf diese Lobbys trifft, ist das das Krasseste, was möglich ist. Es ist das Krasseste, was möglich ist und trotzdem ein Weltrekord. Und kein anderer schafft das. Niemand schafft das. Nur er hat es jetzt geschafft. Und irgendwann wird es mal noch jemand anderes schaffen. Aber die wenigsten schaffen es. Und deshalb ist es in dieser Kategorie, in dieser einfachen Kategorie, das Krasseste, was möglich ist. Das war jetzt, glaube ich, das, was ich dazu zu sagen habe. Er hat wirklich eine Quad-Nuke gemacht. Ich mach an, ich mach an, ich mach an. Das ist komplett geisteskrank. GG, Hut ab. Oh, ne. Erster Kommentar, keine fünfte. Na, auch nochmal, und no disrespect an die zwei, mit denen er jetzt spielt. Ich hätte auch einer davon sein können. Die haben, glaube ich, keine Nuke gemacht. Obwohl Dauer-Orbi oben war und obwohl das diese besagte Noob-Lobby ist, in der jeder das schafft. War jetzt nochmal Deep Dive. Ich wollte es nicht zu sehr auf das Thema beziehen, aber irgendwie passt das ja dann schon. Ich hoffe, euch hat es gefallen auf den Sonntagabend. Die Kerze ist für dich, Felix. Ich küsse dein Herz. Ich küsse euch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst einen Daumen noch, ein Abo da. Checkt unbedingt Felix aus. Wenn ihr die besten Klassen für Public, die besten Gameplays sehen wollt, dann ist er die Anlaufstelle in Deutschland dafür. Ich bin raus. Haut rein. Ciao, ciao, pschuh.